muss Sie bitten, mir einen Beamten für einen äußerst wichtigen Fall zur Verfügung zu stellen. Wir besitzen einen Wertgegenstand. Hm? Und deswegen habe ich Sie hergebeten. Es handelt sich um eine Smaragdhalskette, die schon lange im Besitz unserer Familie ist. Ja. So sind also Sie jetzt, Miss Linse, die Besitzerin? Ja, das heißt, ich war's. Ja, bis vor 3 Tagen. Die Kette ist dir nämlich gestohlen. Nein, geraubt. Auf schändliche Art geraubt worden. Ich bin überzeugt, dass er es war. Ich weiß es ganz bestimmt. Weshalb sollte denn der junge Roger stehlen? Ja, und weshalb sollte er gerade Sie bestehlen? Natürlich, das ist die Kette. Eine Smaragdkette. Miss Dana, Sie waren ja dabei, als ich sie kaufte. Ja, das ist die Kette. Ganz einwandfrei. Der Mann, der den Schmuck dort verkauft hat, ist einwandfrei erkannt worden. Es ist Roger, Sohn des Herzog von Edgerton. Es geht nicht anders. Natürlich werden wir eine böse Überraschung sein für den Herzog und die Herzogin von Edgerton. Gott. Was wollen Sie dann denn eigentlich noch hier? Der Dieb ist hier im Hause. Ich bedauere durchlaucht, Ihnen sagen zu müssen, dass der Dieb Ihr Sohn Roger ist. Nun ist es aber genug. Ja. Ich habe den Schmuck gestohlen. Und in der Whistlerstraße verkauft? Ja. Roger. Es ist erschütternd. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Nein, ich habe so etwas auch noch nicht erlebt. Dabei bin ich doch immerhin einige Jahre beim Yard.